Lieber Videofreund, wir vom Film sind krass. Heute befinde ich mich auf der Autobahn in Stau, weil sich die Waldbefreier haben sich an die Brücke gekettet. Ja, lieber Videofreund, was soll man dazu sagen? Ich liebe den Wald. Ich finde, man soll nicht so viel abholzen von ihm, weil er ist guter Kollege. Er gibt uns immer gut Sauerstoff. Und er ist auch so hübsch. Ja. Und wenn kein Verkehr ist, ist es auch herrlich, die Ruhe. Und die Luft. Aber leider gibt es ja immer überall Autos. Wir bauen sie dann eine Autobahn durch den Wald. Und es ist alles Katastrophe. Ich finde, wir sollen lieber die Elektroautos kaufen von Elon und um den Wald drumherum fahren. Und ich finde, die Aktivisten haben recht, weil sie darauf aufmerksam machen, weil den Leuten ist alles scheißegal. Genauso wie wenn ich meinen türkischen Bulgaren helfen will, dann ist auch den Leuten alles scheißegal. Wenn ich lustige Videos mache oder Witze, dann mögen sie mich gern. Aber wenn ich frage, ob sie helfen können, dann scheißen sie drauf. Also die Leute sind nicht interessiert. Hauptsache sie haben Goldkette oder SUV. Und ja, die Leute versuchen darauf aufmerksam zu machen, damit, wenn ihr Kinder habt, damit sie auch noch einen Wald haben, wo sie reinlaufen können. Aber wahrscheinlich schon zu spät. Tut mir leid. Da könnt ihr noch ein bisschen Zeit genießen und eure Kinder können es dann halt ausbaden. Ja, ich finde die ein bisschen übertrieben, aber die sind halt verzweifelt, weil die Leute sind immer nicht interessiert, zuzuhören bei den Themen, wo sie nicht irgendwelchen Spaß haben oder so. Ja, lieber Videofreund, 3 Stunden bin ich jetzt schon hier auf der Autobahn, jetzt haben sie die Vögel runter von der Autobahn, von der Brücke. Jetzt bauen sie noch alles ab und dann geht's gleich weiter. Der Verkehr auf der anderen Seite, der fließt schon länger, seit längerem wieder. Okay, ich mach noch einen Witz am Ende des Videos, ne, damit ihr
damit ihr jetzt nicht alle so traurig seid oder sagt so, der ist nicht mehr mein Freund, der ist mir zu kritisch. Hier gibt's auch Pilze. Oh Mann, ey, ganze Zeit hier abhängen. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Ah, scheiße da. Schenken wir sie durch. Ja, wir bringen gleich noch ein paar frische Brötchen, Frühstück und so. Oh Mann.